Willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Defle und ich fahre Schiffe. Heute die Fushun. Ihr sechs Zerstörer der Panasiaten. Ein schönes Torpedoboot mit Tiefwassertorpedos, die immerhin 8 Kilometer reichen bei 6 Knoten Geschwindigkeit. 60 Knoten Geschwindigkeit. 6 Knoten wäre ein bisschen langsam. Erkennbarkeitsreichweite zu Wasser bei 6,1. Also brauchbar. Aber besonders brauchbar finde ich hier die Kanonen. Immerhin 4x130 mm. Geskillt habe ich den mit vorrangigem Ziel, letzte Anstrengung, Adrenalinrausch, Torpedobewaffnungskompetenz und Tarnmeister. Sprich, hier ist noch jede Menge Luft nach oben. Dann schauen wir uns das gute Stück mal im Gefecht an. Wie bei allen Panasiaten, Tiefwassertops, die nur Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger treffen können. Ja, für die Zerstörer haben wir unsere guten Kanonen. Wir landen im 7er Match. 7, 6, 5er, alles dabei. Gut, wir haben im Gegnerteam die Gäde, Gnevny und Mutsuki. Ansonsten. Was ist das denn? Das kenne ich nicht. Und die Mars. Also jede Menge Zerstörer. Das ist ein amerikanischer Zerstörer der Tierstufe 6. Bin ich ja gespannt, was das für ein Schiff ist. Monaghan. Solche Schiffe sind natürlich schwer einzuschätzen, wenn man deren Performance nicht kennt. Aber wir sind ja hier nicht allein. Immerhin haben wir hier die Gäde. Sollte Hydroakustik dabei haben. Sprich, wenn wir jetzt in B reinfahren, könnten wir zwar unter Kreuzfeuer geraten, aber wenn geschickt genebelt wird durch die Hatsuharu Gäde und mich, dann sollten wir eigentlich dort safe sein, wenn sie denn mitkommen würde. Sieht nicht so aus. Ja. Dann bleibt es an der Hatsuharu und mir. Drüben bei A ist gar kein Zerstörer. Hoffentlich kommen sie denn jetzt auch rüber, weil ohne Zerstörer, also ohne Vision auf der Seite, könnte es schwierig werden. Oder ich drehe ab. Die Gede, die scheint jetzt auch Vollgas zu geben in den Cap hinein. Otsuki steht der anderen Seite. Doch, da ist doch ein Zerstörer. Wer ist denn das? Die Minsk. Ja, okay, die Minsk ist jetzt nicht unbedingt ein Cap-DD. Das sehe ich ein. Da haben wir die Fiji. Okay. So, Cap läuft. B ist noch nicht geblockt. C wird gleich geblockt und A wird gecapped. So, da haben wir die Mars. Dann wollen wir mal. Ach, jetzt habe ich noch AP geladen. Gucken, dass wir den dann irgendwie noch arbeitet kriegen. Hat der sich genebelt? So, jetzt aber schnell die Lücke hier finden. So, da ist die Lücke. Sehr schön. Okay, den Cap haben wir. Dann Cleveland fährt jetzt in den Cap rein. Da haben wir die Knevnin. So, und dann sollte das unser nächstes Ziel sein. Sagen wir es nochmal an. Dann mal gucken, dass wir da ein paar Treffer drauf kriegen. Ah, sieht aber gut aus. Verliert ordentlich HP und da ist er raus. Gut, na dann mal rein in den Cap. Da ist die Mars wieder offen. Natürlich sofort wieder unter Beschuss nehmen. Vielleicht kriegen wir sie raus. Sieht aber nicht so aus. Na gut. Nochmal treffen wir sie nochmal, ne.
Die Kirov. Was ist mit der Kirov hier? So, auf jeden Fall fahren wir hier rein. Die fährt zurück. Okay. Nürnberg fährt vor. So, jetzt müssten wir zugehen. Ja, wir sind zugegangen. Sehr schön. Okay. Fährt er wieder vorwärts? Rollt so aus. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Sorry, sorry. Das wollte ich nicht. Ja, so schnell kann es gehen. So, den Cap sollten wir jetzt gleich haben. Naja, das war knapp. Zum Glück hat George noch abgedreht. Das wäre definitiv mein Fehler gewesen, wenn die jetzt ausgegangen wäre. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Einmal kurz nicht aufgepasst. Schon Topmann seiner einzigen Verbündeten im Cap dann aus dem Wasser. Da habe ich gegen meine eigene Regel verstoßen. Niemals aus zweiter Reihe, Torben. Einfach weil mir jetzt in dem Augenblick nicht bewusst war, dass ich in der zweiten Reihe bin. Gut, die nächsten Ziele wären jetzt tatsächlich Nürnberg und die fährt weg. Na dann mal wieder rüber. Meine eigentlichen Ziele gehen mir langsam aus. Wir haben bloß noch ein Schlachtschiff. Aber dafür noch vier Kreuzer. Zerstörer ist die Gnevenium Gate raus. Wobei die Mars auch kaum noch was haben sollte. Die Monaghan, die habe ich noch nicht gesehen. Die ist drüben. Bei C. Vielleicht sollten wir da mal hin. So, Nürnberg, die haut ab. Verständlicherweise. Aber irgendwann muss er eindrehen. Jetzt, genau. In die falsche Richtung, meines Erachtens. Gegnerischer Zerstörer, die Mutsuki ist da. Gut. Fiji, was macht die hier? Jetzt muss ich nebeln. Sonst kommt die mir einfach zu dicht. Na, kommen wir da denn durch, wenigstens? Ja, wir kommen da durch und er torpt gerade. Natürlich ziemlich ärgerlich ist. Und? Und da ist sie gelöscht. Sehr schön. Okay. Was haben wir denn da noch? Kommen die Torps? Wie zu erwarten war. So, Mars, mein Freund. Da ist er auch schon raus. Sehr schön. So, unser Nebel verschwindet jetzt hier. Dann verschwinden wir auch mal langsam. In B ist jetzt die Monaghan. Dann schauen wir uns die doch mal genauer an. So, die Türme sind relativ träge hier von der Fushun. Aber mal gucken. Wenigstens den B-Cap mal zurücksetzen können. Da ist er. Na, Reset. Immerhin Reset. So, ein paar Mal resetten. Und ein Feuer. Ah, falsch rum, der kommt zu mir. So. Der hat ja jetzt kaum noch was. Ich bin aber immer noch offen. Ja, wildes Geblinke bringt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Ich bräuchte Aufklärung.
Von daher schauen wir mal. Das Dumme ist, die Monaghan wird mich torpedieren können. Ich sie aber nicht. Da ist die Monaghan. Kommt hier rum. So, Türme dreht euch, Türme dreht euch. Mal gucken, dass wir ihn wenigstens resettet kriegen, bevor er uns raustorbt, wobei er jetzt schon getorbt haben sollte. Das sieht ziemlich gut aus. Ziemlich viele Werfer da. Und resetten können, ne? So, das Dumme ist natürlich, er hat Torpedos, die er einsetzen kann, wir nicht. So, da ist er raus, sehr schön. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Leander, die auch nochmal torpen will. So, das sollte es aber zumindest für dich gewesen sein, ja. Okay, da hätte ein bisschen was getroffen. Na gut. Jetzt haben wir bloß noch ein Schlachtschiff und keine Torps, Betty. Na gut. So, noch 15 Sekunden, bis der Cap durch ist. Gucken, ob die Anja so lange überlebt. Weil wäre ja ärgerlich um die Punkte, ne? Ah, da wurde er resettet. Jetzt noch 6 Sekunden. Und 3. Und durch ist der Cap. Sehr schön. Und dann ist das Spiel auch durch. Okay, viel Schaden war das jetzt nicht. Schaden an Verbündeten. Oh. Bringt uns auf Platz 2. Und wir haben der Gäde 1200 gedrückt. Unserer Gäde. Da habe ich irgendwas verpasst. Okay, versenken konnten wir die Gnevni. Immerhin. Ansonsten haben wir ja gleichmäßig ausgeteilt. Immerhin in der Mars noch ein bisschen was gedrückt. Und der Monaghan, Fiji hat auch ein bisschen was abbekommen. Aber wichtig waren tatsächlich die drei Cap-Unterstützungen. Ja, immerhin 41 Zieltreffer. Bringt uns zumindest einen Reingewinn von 147.000 Credits. Und daher ist das schon okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo. Ansonsten Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Immer her damit. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Defle.